Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. Und hier wollte ich euch nochmal das Überlebensguru, die Fähigkeit zeigen, die man bekommt, wenn man das Überlebenshandbuch fertig hat. 6% auf Bonus und, 6% auf Bonus, genau. Ja, Bonus ist ein neuer Stat. 6% Bonus für Gift und Strahlung. Und 6 Punkte für Fähigkeit Medizin und Wissenschaft. Cool. Muss ich sagen. Finde ich cool. Jetzt haben wir hier ein bisschen mehr und Wissenschaft ein bisschen mehr. Das heißt, wir können beim nächsten Upgrade Dietrich auf 100 bringen. Wissenschaft auf 100 bringen. Und den Rest da investieren, wo ich Lust habe. Ja, Sprache vielleicht, ja. Cool. Wollte ich nur mal so sagen. So, hier waren wir schon. In dieser Metro Station, glaube ich. Da hat er diesen Red-Effekt gemacht. Er hat sich selbst explodieren lassen. Aber okay. Die habe ich aber nicht gekillt hier. Eine Quantum. Okay, hier waren wir noch nicht. Ich gehe jetzt trotzdem hier raus, weil... wegen dem Ort. Vielleicht haben wir einen neuen Ort hier. Nö, wir haben den Ort schon entdeckt. Alles klar. Dann können wir wieder zurückgehen. Ich bin so froh, dass diese Ladezeiten einfach nicht existent sind. Ich finde das so geil. Deswegen stört es mich auch nicht, wenn das Spiel mal so abstürzt, weißt du? Weil diese anderen Spiele, zum Beispiel Witcher 2 ist das beste Beispiel, leider, ist mir immer abgeschmiert. Und er hat so komische Bugs gehabt und Abstürze und so. Und das hat immer so ewig gedauert, das Spiel zu starten. Aber hier ist es einfach flawless. Ich kann einfach zack, 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 Spiel ist gestartet und läuft. Wenn ich das Spiel neu starten will, dauert das 5 Sekunden und ist fertig. Das ist schon geil. Und wir sind auch bald Level 16, das ist schön. So, Vernon Square. Da ist irgendwo das Statesman Hotel. Wahrscheinlich ist es... Ah. Ich glaube, wir haben das Statesman Hotel gefunden. Das ist schon lustig. Ach, wir haben eine Square Station. Ist hier. Okay, das ist einfach die Station. Von wo? Steht der da ganz oben? Ja, der steht da ganz oben. Hey, du bist ein bisschen crazy. Strahlenschutzanzug. Sonst nix. Ich würde mal sagen, hier sind noch einige Orte zu entdecken. Das wird wahrscheinlich das Statesman Hotel sein, hier dieser Ort. Yo. Kannst du es bitte sein lassen? So, ich bin noch hier, was ist das? Ach, Lady of Hope oder sowas, ne? Oder Our Lady of Hope Hospital. Ja, das ist es. Woohoo. Krankenhaus Our Lady of Hope. Our Lady of Hope. La 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 la. Okay. Hi. Erstmal ein Erste-Hilfe-Kasten-Snack. Das Krankenhaus ist nicht mehr so gut, ne? Also Emergency Entrance. Alter, was ist denn hier passiert? Okay, Jet. Buff out. Dein Buff ist out. Okay. Gehen wir mal... Warum ist meine Waffe so krass zerstört? Also zur Hälfte. Das ist ungewöhnlich. Ja, in das Hospital gehen wir jetzt natürlich nicht rein. Also, wir wollen in das Statesman Hotel. Da gibt es eine wichtige Sache, die wir brauchen. Damit wir die Nationalarchiv-Quest cool abschließen könnten.
Oh, guck mal hier. Wahrscheinlich kann ich es nicht aktivieren. Der ist über uns, der checkt das halt nicht, ne? Hier ist nix. Keine Sorge. Ist das schon die richtige Ebene? Du bist fast tot. Du bist tot. Ach, super Mutantenbiest. Cool, ich kann hier drüber laufen, aber ich laufe nicht da drüber. Obwohl ich könnte. Der trifft ja gar nicht. Was ist das denn für eine Schabracke? Kann ja gar nicht. Ey! Mädchen. Ach, das ist so ein Krankenhausverbindung. Cool. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Wer wartet? Er wartet. Schrank. Ich wusste, dass da eine Waffe drin ist. Ich wollte gerade sagen, ist es ein Waffenschrank? Aber immerhin haben sie mal wenigstens hier so ein paar Lootkisten für uns. Naja, ein Sturmgewehr. Ich hoffe, später kriegen wir diese Fähigkeit, mit der wir alle Waffen miteinander reparieren können. Also Sturmgewehr zum Beispiel, mit chinesischem Sturmgewehr. Hey, lass das mal. Ich muss mir doch erstmal die Beute holen. Ja, ja, ja. Hey, hier. Hier gibt's Loot. Moment. Ihr kommt gleich dran. Ja, 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 ja. Oh. Wir sind fast Level up. Danke für dein chinesisches Sturmgewehr. Ich muss sowieso mal meins repairen. So, mein Guide Xualong. Das reicht schon, ne? So. Das ist schon gut so. Muni. Wie viel, Alter, wie viel hier noch ist, ne? Oh, und safe. Ja, komm. Ich habe nicht mal geguckt, was drin war. Ich habe einfach... Lol, ein Heckenschützengewehr. Wir holen das erste Mal dieses Heckenschützengewehr mit. Und was bekommen wir instant? Ein Heckenschützengewehr. Ja, danke. Immerhin kann ich das gut reparieren jetzt. Falls es mal kaputt gehen sollte. Ja, nice. So, das ist genau das, was ich brauche. Dieses Lack des Spiels. Das Spiel sieht ein, dass ich sehr viel Spaß dran habe. Endlich nochmal wieder, weil ich habe eigentlich so, keine Ahnung, 5 Jahre eine Phase gehabt, wo ich es gehasst habe. Weil ich halt alles kannte, weißt du? Ich kannte alles, ich habe jeden Ort erkundet gehabt und alles schon gesehen in Fallout. Aber jetzt dadurch, dass ich auch ein Let's Play dazu mache, ist halt so eine Ultra-Motivation auch. Das ist immer geil an den Let's Plays, dass zum einen ich wieder Spaß auf Spiele bekomme, die ich schon mal gespielt habe. Bestes Beispiel auch Metroid und bestes Beispiel hier auch Fallout. Konnte ich diese Spiele nicht spielen, weil ich die einfach in- und auswendig kannte und ich einfach keinen Bock drauf hatte. Das ist so komisch zu erklären, aber wenn man diese Spiele schon so oft gespielt hat und so krass kennt, dann, ja. Oh, wait, ist das der...
Ja, das ist diese Red Station hier. Oh ja, das ist High Red. Das ist richtig hoch verstrahlt. Das ist richtig krass verstrahlt da drin. So. Das ist richtig krass verstrahlt. Wir hatten einen Strahlenanzug dabei, theoretisch. Heckenschützengewehr, das ist echt witzig. Ich wollte Red nehmen, genau. So, guck mal, das geht hier schon auf plus 2 und hier geht's auf plus 3, plus 4. So, ich glaube, ich ziehe wirklich den Strahlenschutzanzug an. Gut, es geht auf plus 4. Das ist so crazy. Das ist dieser abgestürzte, was auch immer. Gibt es hier irgendwas? Okay. Ich muss hier jetzt nicht rein. Nee, komm. Aber es ist cool. Das ist aber kein Vertibird, das ist so eine Rakete oder so. Ich dachte, ich könnte. Oh nö, nicht wieder die scheiß Company. Wie viel macht das jetzt eigentlich weg? 118, okay, krass. Warum müssen es die sein? Diese scheiß Spacken, Alter. Diese Typen, ne? Was soll ich denn dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Die kommen einfach nur, um zu nerven. Immerhin droppen sie mir die geile Kampfrüstung. Das heißt, ich kann meine Rüstung reparieren. Ich hatte keinen Kampfhelm an, lol. Geil. Ich will die halt auf 100 haben. Oder? Ja doch, ich will die auf 100. Es gibt zwar noch Bücher und so, mit denen ich das vielleicht erhöhen kann, aber ich will einfach auf 100 haben. Ich glaube, bei Wissenschaft mache ich es dann nicht vielleicht. Ne, guck mal, das dauert noch zu lang. Dann mache ich lieber Sprache auf 70. Vielleicht noch Falschen erhöhen auf 65. Medizin könnte man noch eins packen und reparieren. Falschen, ist das wirklich... Ich habe lieber reparieren. Ja, das finde ich geiler. Wir haben immer noch einen über. Können wir noch in kleine Waffen stecken. So, Level 16. Oh, es ist endlich da. Bessere Crates. Endlich. Diese Schmutzfähigkeit werde ich ganz sicher nicht holen. Aber das hier. Oh, ja. Bitte. Es ist so geil. Das ist geil. Das ist richtig geil. Bessere Crits. Ich meine, wir sind ja nicht nur schon komplett overpowered. Wir sind jetzt einfach über-overpowered. Wir sind over-overpowered. Hier macht sich was drin. Aber erstmal eine Haarklappe mitnehmen. Du bist tot! Guck, wie schnell das geht. Komisch, ne?
bessere Crits sind halt so geil. Also die da hat selbst die Talent Company keine Chance mehr. No chance for you. So, warte mal. Da hinten sehe ich noch einen Ort. Hier sehe ich sogar mehrere Orte noch. Hier ist noch was. Hier ist eine Metro Station. Deswegen gehe ich jetzt auch hier lang. Mein Loot. Meins, alles meins, meins. Nur für mich, meins. Mein Loot. So, hier ist irgendwo ein Ort. Guck mal, der ist ganz nah. Ich weiß aber nicht, wie ich da hinkommen kann. Wenn jemand hier hochgeht. Ein chinesisches Dschungel, ne? Heilen wir uns mal kurz. Das schmeiß ich weg. Der Supermutanten kann gar nichts. Nix. Hier ist eine Vernon Square North. Dann gibt es hier wahrscheinlich Vernon Square. Ah nee, Voltec! Voltec Hauptsitz. Hier, moin. Geil. Kann man sogar reingehen, ne? Gut, aber wir haben jetzt immer noch einen Ort nicht. Und das nervt. Das nervt richtig hart. Weil ich weiß, dass der genau vor uns halt ist. Genau hier zwischen. Gibt es noch einen Ort. Aber an den komme ich nicht ran. Guck hier. Der ist genau hier. Der ist genau da hinten dran. Da dieses Gebäude. Ich bin oben drauf, aber ich kann hier nicht springen. Ich kann hier nicht hoch. Oder aber doch. Das ist die Metro Station. Ja. Das ist eine Metro. Und ich weiß nicht, wie man da hinkommen soll. Weil da ist das ab. Das ist, glaube ich, abgesperrt. Also ich könnte mir vorstellen, wie man hinkommt. Und zwar mit der Metro da hinten. Dass man irgendwo da einfach rauskommt. Das kann ich mir vorstellen. Oder irgendwie hier drum. Ah, ja. Wow. Man hätte auch einfach hier durchgehen können. Vernon Square East. Ah, hier ist 10. 12 Red pro Sekunde. 13, 14, 15, 14, 3. What? What? Okay, mit dem Red X hätte ich... Oh mein fucking shit. Dass es so extrem ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Holy moly, camoly, holy showly. Holy fu. Alter. Endlich. Statesman Hotel. Da fällt einfach so ein... Statesman Hotel. Endlich das Statesman Hotel. So, ich würde sagen, wir müssen erstmal ganz kurz gucken, wie unser Red ist. Ich glaube, wir sind gerade ein bisschen verreddet. Ja.
mach mal 2. Wir haben jetzt 22% strahlenresistent. Wenn ich jetzt noch die 25% da drauf packe von der einen Fähigkeit, dann hätten wir 50% Schutz. Das wäre geil. Sollte ich auf jeden Fall irgendwann mal machen. So. Talon Kampfrüstung habe ich noch zur Reparatur dabei. Repariere ich auch mal direkt. So. Wir hätten das Heckenschützen gehen, ne? Kampfflinte kann ich repairen. Repairen. Achso, wir können ja jetzt besser reparieren, stimmt. Oh, das lohnt sich nicht. Ah, ich kann mein Xualong reparieren. Mit dem hier. So, dann ist das mal richtig geil, Alter. Boah, 46. Holy moly, ey. So. Hallo, ich kann nicht wechseln. Ich konnte gerade die Waffe nicht wechseln. Ja, hat das kleine Supermutantchen, hat das den Geist aufgegeben. Oh, armes Supermutantchen. Ich mutiere zu Moira Brown, merke ich gerade. So, geiler Save. Wir haben jetzt 100. Dietrich. Das heißt, wir können auch mal zu diesem Haus gehen. In, hier. Grey. Nee. Nicht Greyditch, sondern Minefield. Concierge. Oh. Concierge Terminal. Oh, Remaster. Okay, dann könnte es repelled sein. Dann wird es rewertet sein. Es konnte nur das sein, also... Das war easy. Gäste-Check-In. Gäste-Check-Out. Verfügbarkeit. Empfangs-Safe. Gäste-Beschwerend. Ja, okay. Gäste-Beschwerend interessiert mich nicht. Ich hätte gerne eine neue Waffe. Ich finde das Heckenschützengewehr schon geil. Jetzt mache ich mal Licht für euch. Ein bisschen Licht kommt in die Bude. Die alle mit ihren Jagdflinten, ne? So, wir müssen hier im Statesman Hotel, ich habe es noch nicht gesagt, wir müssen hier eine Notiz finden. Und diese Notiz ist wichtig für im Nationalarchiv... Oh, dachte Statesman Hotel. Ich glaube, das machen wir sogar. Hat keine Energie. Ah, guck mal an. Wir müssen erst Energie freischalten. Das heißt, hier gibt es auch sogar ein Rätsel, damit man, glaube ich, an diese Notiz kommt. Diese Notiz ist ziemlich, nicht wichtig. Man muss es nicht machen, aber ich will es so machen. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal so gemacht habe. Deswegen, würde ich das gerne tryen. So, hier ist das Bereich-Ding wieder. Geil, Salisbury Steak. Boah, ich will auch mal so ein, das Fallout-Kochbuch haben und mir so Fallout-Kochsachen
machen. Ohne die Radioaktivität natürlich. So, hier ist das Loch, genau. Und ja, wie gesagt, mit dieser Notiz im Nationalarchiv, wenn wir diese... aber das geht nur, wenn dieser Mission, oder? Nee, das geht auch ohne Mission, stimmt. Man muss die Mission nicht unbedingt haben. Aber es wäre... Ja, also es ändert eigentlich nichts. Oh, geil. Noch so ein Dörrfleischverkäufer-Ding. So. Ich weiß aber nicht, wo die ist. Ich denke mal, dass sie tatsächlich in dem Aufzug sein wird. Ist nur ein Sturmi-Gewehr. Ein Sturmi-Gewehr. Hashtag Sturmwaffel. Sturmgewehr. Alter, Alter. Wir haben so viele Sturmgewehre. Ich weiß gar nicht, was ich hier. So. Reicht erstmal. So. Noch irgendwas für mich? Okay, diese Nachricht. Aber wo mache ich den Strom an? Das kommt irgendwo hierher. Ach, der macht das Sound. Der Elevator hat keine Energie. Ich muss erstmal einen Energiepoint finden, ne? Frage ist nur, wo? Wo mache ich das? Wie mache ich Energie hier rein? Ich habe aber keinen weiteren Weg gefunden hier. Also wo soll es denn hier? Also wo? Hä? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe gerade keinen Plan. Weil hier waren wir noch nicht, oder? Doch. Ja, okay. Muss man vielleicht ins Hospital? Hier ist auch keine weitere Tür oder so. Also ich guck mal gerade auf der Map. Lokale Karte. Nee, es gibt nur dachte Statesman Hotels. Anders gibt's hier nichts. Ich weiß, dass man halt hier hin muss, für diese Notiz zu finden. Ja, wie mache ich das denn? Ich muss jetzt eigentlich mal kurz bei Fallout gucken. Fallout 3 Statesman Hotel. So. Wie mache ich da Strom drauf? Okay, ja. Ah, ich muss Entries from the Nurse Terminal in Our Lady of Hospital. Independent. It has two entrances, one on the street level and one is accessed from the nearby hospital. Okay, es gibt zwei Entrances. Das heißt, wir haben den Bottom-Bereich, Bottom-Bereich, haben wir gecleared. Das sind diese zwei Etagen. Und wir müssen ins Hospital rein. Das finde ich interessant. Das heißt, wir können das Hospital auch gleich mitmachen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das heißt, in der nächsten Aufnahmesession geht's hier rein, wenn wir nicht zu überladen sind. Okay. So.
Vielleicht gehe ich auch mal zwischendurch verkaufen. Gut, dann hören wir uns an der nächsten. What the fuck? Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder mit diesem Krankenhaus. Und dann geht's weiter mit dem Nationalarchiv. Und ja, mal gucken, vielleicht machen wir dann auch die Hauptquest weiter. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Tschüss.